Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu RCCD-Stöpsel. Heute hier wieder bei VRC Pro 110 Short Cross Truck hier auf Silver Dollar 2. Wir haben hier 9 Leute mit am Start hier im A-Finale. Einer nicht mehr dabei. Das ist auch unser Poolsetter gewesen. Der Rob wäre das gewesen. Von der 1. Dann haben wir von der 2 den Kobe. Von der 3 den Fred. Ja, wir schauen mal, was die hier noch für Autos fahren. Also der Kobe mit einem Interceptor unterwegs. Fred ebenfalls mit einem Intercept. Antonio Rosetti natürlich mit einem Asse unterwegs und einer Proline Karosserie. Dann haben wir Mike Ho mit am Start, auch der mit einem Intercept unterwegs. Dann haben wir den ersten Deutschen, Markus Eicher, mit dabei. Der ist am Start mit einem Asso. Dann haben wir Emilio mit dabei, mit einem Asso und einer Proline Karosserie. Dann James Hamilton auch wieder mit dabei, mit einem Asso und einer Proline Karosserie. Und hier den zweiten deutschen E-Punkt Riblinger, Emanuel. Dann haben wir Johann mit dabei. Und ich würde sagen, wir schauen mal uns die Strecke hier an. Wenn ich jetzt, wenn ihr wüsste, das ändert sich irgendwie ständig, welches. Auf welcher Zahl das liegt. Glaube, ich habe es gefunden. Naja, egal, funktioniert irgendwie nicht so. So, wir schauen mal hier zwischen Platz 1 und 2, Abstand 0,2 zwischen Kobi und Fred. So, 4:20 haben wir noch auf der Uhr. Abstand 0,4, letzte Messung. Und die Hälfte der Fahrzeit ist jetzt um. Ah, Fehler hier von Fred. Muss Spacebar drücken. Das kostet viel Zeit, fällt damit auch auf die dritte Position zurück. Ich schau mal James und Johann. Der Riblinger jetzt dazwischen. Dann schauen wir einfach mal hier bei Kobi hinein. Kleiner Fehler. Ich schau mal, Rosetti auf der 2.
macht jetzt hier Verfolgungsjagd auf Kobi. Und da Fehler vom Kobi. Fred ist jetzt auch dran am Kobi. Und Führung übernimmt wieder Rossetti. Kobi wieder mit dem Fehler, aber auch Fred. Ah, großer Fehler von Fred. Wir schauen, Kobi weiterhin auf Verfolgungsjagd mit 1,2 Sekunden und Fred hat 3 Sekunden einfach mal verloren. Und wir haben noch 2 Minuten auf der Uhr, momentane Reihenfolge, oder Rossetti auf der 1, Kobi auf 2, Fred auf der 3, Maiko auf der 4, Markus auf 5, Emilio auf der 6, James auf 7, Ribblinger auf der 8 und Johann auf der 9. Und wie gesagt, der Rob nicht mehr mit am Start und damit auf der 10. So, Kobe kommt jetzt ganz gut ran hier. Arnold Rossetti. Ah, Fehler von Rossetti. Kostet viel Zeit. Wir schauen, ob er den Spieß jetzt umdrehen kann mit der Verfolgungsjagd. Eine Minute haben wir jetzt noch auf der Uhr. 1 minute to go. 1 minute. Ich würde sagen, wir schauen nochmal auf die schnellsten Rennrunden. Kobi 29.665, Rossetti 29.952, Fred 29.834, Mike 30.083, Markus 31.232, Emilio 30.280, James 31.340, Ribblinger 32.048. Und Johann 31.700. Wir schauen wieder vorne. Rossetti und Kobi. Ab schon letzte Messung nur 7, jetzt 1,9. Und noch 10 Sekunden auf der Uhr. Kommt Markus hier nochmal rüber. Markus schafft noch. Emilio fertig. James fertig. Ribblinger fertig. Johann fertig. Kobi fertig. Antonio fertig. Warte noch. Mike fertig. Fred fertig. Wir warten noch auf Markus. Und Markus fertig, also alle Fahrer fertig. Wir warten hier auf das Endergebnis. Kobi gewinnt vor Rossetti, Mike, Fred, Markus, Emilio, James, Ribblinger und Johann und Rob. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns morgen hier wieder bei RCC die Stöpsel und bis dahin. Ciao, ciao.